So, also ich muss jetzt, das ist ganz doof, finde ich, an der Steuerung, dass man jedes Mal seinen Gegenstand aus der Hand legen muss. Um einen anderen Gegenstand in die Hand zu nehmen. Natürlich wäre das im richtigen Leben auch so, aber naja, gut. Also man könnte das im richtigen Leben schon irgendwie machen. Ich werde mal lesen. I won't let me, was? It won't let me leave and no one will help me. Es wird mich nicht gehen lassen und niemand wird mir helfen. I just want things to be normal again. Ich möchte nur, dass alles wieder normal wird. Granny's room is locked and there are no rents. Was? No vents? Keine Ahnung, was Vents sind, ehrlich gesagt. Also, Großmutters Raum ist verschlossen und da sind keine Vents. Tja. Ja. Ist es auch. Ich bin ja mittendrin, stand nur dabei. Und ich mache ständig Sachen, die ich nicht machen will. Es ist ein Er. Das ist geil. Ja, ich muss nur. Wie kriege ich die Taschenlampe wieder in die Hand genommen? Mein Gott, im richtigen Leben hat man in der Hosentasche. Nimmt er aus der Hosentasche. Hier muss man Knöpfe drücken. Das ist doch nicht schön. So. Also. Wenn's, wenn's, wenn's. Ist Vent nicht Ventilator? Ich habe keine Ahnung. Also, was ist denn jetzt? Ist der verschlossen? Nee. Okay. Granny's room is locked. And there are no vents, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja gut, also das mit den Türen, also daran könnte ich mich jetzt gewöhnen, also. Ja, Leute. Also jetzt mal im Ernst. Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Warte mal. Nee, oder? Dreiviertel Stunde noch nichts erreicht in dem Spiel. Das tut mir so echt leid. Vielleicht muss ich mir auch einfach nur ein paar Bilder angucken. Oh, Mutti sieht aber nicht gesund aus. Mutti sieht nicht gesund aus. Ich glaube. Ja, das sieht auch nicht gesund aus. Okay. Geiles Bild. Vielleicht muss ich mir auch einfach mal alles angucken hier, dass hier was geht. Dieses Bild ist uralt. Ja, und bei denen kann ich nicht sehen, ob sie gesund sind, weil. Naja, ist ja keine Farbe. Kann ich die Lampe nehmen? Ein bisschen leuchten? Nee. Oh, noch ein Bild. Ach so, das ist ja das. Oh je. Yeah. Ein dickes Lob. Vielen Dank. Ja, aber wofür? Ich mache ja gar nichts. Ich krieg ja nichts auf die Reihe hier. Was ist das? Ich würde ja gerne. Warte mal. Ich meine da mal was gesehen zu haben. Ja, ich kann die Uhr da verstellen. Das habe ich mal in einem Reaction-Video gesehen. Und dann öffnet das irgendeine Tür. Aber das war es jetzt auch schon. Okay, was ist jetzt passiert? Was machen wir jetzt? Die Uhr ist ziemlich laut. Ich hoffe, man versteht mich noch. Wenn nein, bitte sagen, dann muss ich die Soundeinstellung nochmal optimieren. Jesus H. Fuck. That's a candle. An occult candle. With a satanic symbol on it. Freut mich. So. Joan, sie. Ja, ich schaue jetzt mal. Also irgendwas hat sich jetzt hier vielleicht getan, dadurch, dass ich die Uhr. So, Joan Z. Schumar, 20 years young, passed away Saturday morning from complications during childbirth. Okay, die ist bei der Geburt ihres Kindes gestorben. Mit 27. A single mother, Joan, is
Survived. Was ist survived by her sister? Ich höre ständig Geräusche hier. Ich meine, ich weiß, dass die auch da sind im Spiel, aber. Naja. A single mother. Joan is survived by her sister. Is survived. Was soll denn das heißen? Dieses Englisch verstehe ich leider nicht. Elizabeth, who will be guardian to Joan surviving 7.6 pound newborn baby boy, Blake Schumacher. Okay, also irgendjemand sieht das Kind wohl groß. Elizabeth said her sister Joan was a very special woman and the birth of her baby boy, Blake, will enable her soul to live on. Okay, die Geburt ihres Kindes wird ihre Seele weiterleben lassen. Das ist aber nett von dem Baby. For me, this baby boy is the most special gift I could ever receive. Für mich ist dieser kleine Junge das größte Geschenk, das ich je erhalten habe. Miss Schumacher's funeral will be held on Thursday morning at 11 a.m. Okay, am Donnerstag wird die Beerdigung um 11 Uhr stattfinden. Soll ich da hingehen? Okay, ich habe also eine Kerze. Ich habe ja schon mal eine Kerze. Das ist ja schön. Jetzt haben wir da einen Raum gehabt, in dem schon Kerzen standen. Ach bitte, höre ich immer die gleiche Tür. Das muss jetzt mal echt nicht sein. Was geht ab? Oh, da ist ja was aufgegangen. Oh, Batteries. Ja, ich komme gleich. Hello, Battery. Geh in mein Inventar. Okay, die Batterien scheinen einmal relativ lange zu halten, oder? Aber das Spiel braucht sie automatisch auf. Und die Taschenlampe geht erst aus, wenn keine Batterien mehr da sind. Echt jetzt? Warum? Ja. Oh, da ist eine Tür aufgegangen. Schaut aber morgen, wie es weitergeht. Oh je. Wenn wir morgen... Ja gut, wir werden ja normalerweise morgen streamen. Ja, wir können das Video angucken. Er kann theoretisch das Video angucken. Wenn ich es nicht vorher auf Privatstelle zum Schneiden... Naja, jedenfalls ist da jetzt mal eine Tür aufgegangen. Was ist das denn da? Eine Kamera? Oder sowas? Ja. Okay. Achte auch ein bisschen drauf, dass ich immer gut zur Kamera stehe, ne? Ja, ja. Prima. Bewegst du dich ja gar nicht. Okay, hier ist jetzt was aufgegangen. What the fuck? Boah, da wäre ja fast ein Tropfen in die Hose gegangen jetzt. Da ist eine Tür aufgegangen. Okay. Casey schaut Netflix. Nein. Nicht böse sein. Ist ein Netflix. Er muss ja schon sagen. Oh, jetzt werden die Räume... Hey! Da ist ja jemand. Jemand zu Hause? Hallo! Kleines Mädchen, ich habe Angst vor dir, weil du bestimmt schon tot bist und nur eine Illusion. Nein, geh hinterher, komm. Ja, ja, ich werde dir schon hin... Meine Lampe, also meine Taschenlampe in meinem Auge. Also die, das hätten sie ein bisschen präziser. Hallo? Das sind überall diese Kameras mit den blauen Lichtern oder was auch immer das ist. Das ist in der Küche, oder? Okay. Ach so, Batterie will ich gar nicht. Ich will die Batterie nicht! So. Also wenn die eine Seite noch aktiv ist, da stand gerade derzeit 3 Zuschauer. Jetzt steht derzeit 1 Zuschauer. Ah, jetzt 2 Zuschauer. Ah. Hoch und runter, ja. Also ich nehme wirklich stark an, dass ich nach oben muss, wo das kleine Mädchen hingerannt ist. Und da oben wird dann irgendwo Grannys Zimmer sein, nehme ich stark an. Aber ich gucke mich hier gerne noch ein bisschen um. Hier standen mal Sachen rum, haben Flecken hinterlassen. Die Sachen standen also sehr lange da. Warum und wann sie dann weggenommen wurden, das sei jetzt mal dahingestellt.
Da liegt ein Bild auf dem Tisch, das würde ich mir gerne ansehen. Da liegt ein Buch. Oh, das sieht aber merkwürdig aus, das Buch. Es muss das Necronomicon sein. In Menschenhaut gebunden. So, also das Bild, dem widme ich mich jetzt mal. Gangster ist noch da. Okay. Oh meine Güte, wer macht denn solche Kinderbilder? Naja. Kann ich das in mein Inventar aufnehmen eigentlich? Nee, kann ich nur fallen lassen. Okay. Oh, da vorne ist eine Tür. Ach, da bin ich ja reingekommen. Okay. Also jetzt geht's hier lang. Ich gehe erstmal hier. Um zu gucken, ob hier Türen. Ich will meine Taschenlampe wieder haben. Gib mir meine Taschen. Nein! Ach, diese Türen stören mich schon ein bisschen. Das ist ja schlimm. Okay. Keep out. Ach, warum denn? Erzählt mir doch nicht. Ja gut, da kann ich auch momentan nichts machen. Da könnte ich hochgehen, möchte ich aber nicht. Noch nicht. Ah, das ist die andere Seite vom Bad. Das ging vorher nicht auf. Ja, die ist hochgerannt. Die ist die Treppe hochgerannt. Ja, gleich. Ich will mich ja nur noch hier unten ein bisschen umsehen. Nimm doch mal ein Bad. Schreibt niemand, dass es ein Außer gibt. Naja. Okay, also, ich werde jetzt mal, um das Ganze hier auch nicht allzu sehr hinauszuzögern, was ich die ganze Zeit schon erfolgreich tue, einfach mal dem Mädchen folgen, das scheint ja handlungs... Alles klar, das scheint ja handlungsvorantreibend zu sein. Ja, das, was da steht, ist die maximale... Zuschauerzahl. Damit, da bist du, glaube ich, mit drin, ja. So. Okay, dann bin ich für Gangster. Kann ich das jetzt auf? Kann ich das irgendwie auf? Ja, klar, bin ich da mit drin. Logisch, muss ja. Ah, oh! Wer? Was? Wo? Warum? Warum geht meine Lampe nicht an? Achso. Muss die Batterie wechseln. Okay, also, da haben wir auf jeden Fall ein Symbol, welches, ja, an Satanismus ein kleines bisschen erinnert, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist ein Pentagramm, genau, das wollte ich sagen, das Wort habe ich gesucht. Ich bin gut. Ein Pentagramm. Ja. So, ich denke mal, ich sollte mit dem Gedanken spielen, die Batterie zu wechseln. Die hält relativ lange, finde ich eigentlich gut. Ich würde trotzdem gern wieder welche finden. Ich habe es drauf. Ja, du hast es drauf, ich weiß. La 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 la, es ist alles schön hier. Okay, das geht nicht auf. Das akzeptieren wir. Die geht auch nicht auf. Akzeptieren wir auch. Was? Ich glaube, ich habe einen Hund heulen gehört. Oder zumindest hier. Was machen Hunde? Wie heißt das? Was machen denn Hunde, wenn ihnen was wehtut? Oder wenn sie nee. Ja, genau. Hilf mir! Kommt das Ding? Also da soll ich offensichtlich nicht rein. Okay. Message verstanden. Das war ein Bücherregal, ja. Ist immer noch eins? Kriegst du nicht weg. Weiß nicht, will ich das wegkriegen? Naja. Nein, irgendwas möchte, dass ich da nicht hingehe. Boah. Das war jetzt hochinteressant. Okay. Sag mal. Oh! Ah,
ich muss den... Ah, da muss ich vielleicht die Püppi da noch finden, unten. Dann muss ich irgendein Glas... Die Kerze habe ich doch, aber... Ich habe doch die Kerze gefunden. Und ein Fragezeichen. Das ist vielleicht so der ganze Sinn des Spiels. So diese ganz, diese fünf Sachen finden und dann kommt's Finale. Irgendwie so. Sonst ist hier nichts drin. Ja, darf ich das wieder weglegen? Ich will das wieder weglegen. Heilandsacke, das ist ja anstrengend. Music is playing. Oh, that's so nice. I love her. Hallo, love her. Wird die Musik hier lauter? Ist die da im Raum? Okay, ist ein Kinderzimmer. Da hat aber einer lustig so ein Püppchen hingestellt hier, ne? Ja, sage mal. Gleich wird hier irgendwas passieren, ich weiß es. Ist eine Püppi. Soll ich die vielleicht aufsammeln? Moment. Okay, die scheint es nicht zu sein. Ah, da liegt eine Batterie. Ich bewege mich einfach mal schleichend vorwärts. Geh doch weg. Wie stehe ich ihn auf? So. Ach, Gott sei Dank. Damn. Keine Tür öffnet sich hier, die ich gern geöffnet hätte. Ah, früher oder später noch.